Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Little YouTuber. Ich bin's Zanna und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie versprochen geht es um das oben ohne Foto von Kathi Hummels. Es ist die Ex-Frau von Mats Hummels. Die waren, glaube ich, zusammen seit 2015 bis 2022, haben auch einen Sohn. Und ja, weiterhin hat sie ja auf jeden Fall gut Fuß gefasst, ist Influencerin, hat irgendwie 690.000 Follower auf Instagram. Sie ist Moderatorin, ich glaube bei Kampf der Reality Stars moderiert sie und ist Autorin, ne? Aufgrund dieses Kinderbuches, das sie rausgebracht hat. Sie war auch schon auf dem Playboy-Cover, hat sich auch schon für Playboy ausgezogen. Dann denke ich mir so, wollte sie das eventuell weiterführen, indem sie halt Kinderbücher oben ohne präsentieren will. Also ist es wirklich sehr, sehr fraglich. Das Foto, das hat sie wieder rausgenommen, aufgrund des ganzen Shitstorms, das auf sie zukam. Aber dabei wollte sie die Message Zucker macht krank vermitteln, indem man ein Kinderbuch ja vor die Brüste hält. Und also ich finde das wirklich sehr fraglich. Ich bin total gespannt auf eure Kommentare. Was ich noch erwähnen wollte ist, sie ist ja irgendwie eine Person, die zwei Skandale pro Jahr rausbringt, habe ich das Gefühl. Sie ist auch der Meinung, dass durch die Freizügigkeit, die sie präsentiert, sie Sachen besser durch Provokation vermarkten könne. Sie hat ja ungefähr vor einem Jahr auch Schmuck, glaube ich, kreiert und hat es verkauft über, ich weiß nicht, ob das ihr Unternehmen war oder ist, Be Graced, das ist Schmuck, und sie vermarktete Haarreifen und ein paar andere Sachen, glaube ich. Und dann bekam sie irgendwie Ärger wegen Plagiatvorwürfen. Es hieß irgendwie, dass das billige Ware aus China sei, aber dabei bewirbt das Unternehmen viele Produkte als handgefertigt und betont halt hochwertiges Material. Doch gegen die Kollektion wurde halt heftig geschossen im Netz. Ne? Sie sei nicht selbstgemacht und nicht hochwertig genug. Ja, die Ware könnte man auch bei AliExpress irgendwie erwerben, hieß es. Dabei betonte auch Kathi Hummels auf ihrem Instagram-Profil, dass eine bestimmte Influencerin gegen sie und ihre Firma schießen würde und sie haten würde. Dann kam heraus, dass diese Influencerin halt meinte, dass Kathi Hummels und ihre Firma Be Graced halt unbedingt einen Skandal kreieren möchte, um halt Reichweite zu generieren, damit man das viel besser vermarkten könne. Also deswegen sprach ich eben gerade von Skandalen und ich finde diese ganze Sache mit dem Kinderbuch wirklich sehr, sehr fraglich. Wir gucken uns jetzt mal ihre Insta-Stories an, weil hier will sie uns nochmal erklären, warum sie das gemacht hat. Sie ist der Meinung, dass Provokation sehr, sehr gut sei für die Vermarktung. Allerdings kannst du das machen mit einem Playboy-Cover oder mit anderen Sachen, aber mit Kinderbüchern geht sowas nicht. Also da finde ich das nicht in Ordnung, dass man oben ohne mit einem Kinderbuch davor sein Kinderbuchrezept irgendwie vermarkten möchte. Da appelliere ich echt an ihre geistige Verfassung. Ja, meine Lieben, ich bin gespannt auf eure Meinungen. Falls du natürlich neu vom Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen. Einen Daumen nach oben, natürlich Kommentare. Und falls du natürlich dir die ganzen Stories nochmal angucken möchtest von Kathi Hummels, kannst du es gerne tun. Ich werde nochmal ihre Instagram-Profil in meiner Beschreibung verlinken. Ich habe auch die Quelle angegeben, woher ich das habe, von Kathi Hummels auf Instagram. Und ja, du kannst mir gerne über Insta folgen und auf TikTok. Außerdem hat Kathi Hummels das oben ohne Foto rausgenommen. Ich habe es natürlich gescreenshottet und will euch das nochmal zeigen, was ihr davon haltet. Und dann hat sie ein neues Foto reingestellt, wo sie angezogen war. Ein bisschen mehr hatte sie an. Okay, und jetzt geht's auf jeden Fall los. Es ist Samstag und das hier ist der Tatort. Und zwar habe ich mein Kochbuch.
Buch auf dieser Couch gelesen und habe ein Foto dazu gemacht. Man sieht nichts. Und dieses Buch ist 5 Jahre alt und ich lebe zuckerfreie Ernährung und auch in Bezug auf meinen Sohn lebe ich das. Und ich finde, gesunde Ernährung, vor allem bei Kindern, ist enorm wichtig. Ja, ich finde das schon ganz gut, dass Kinder sehr früh lernen sollten, wie man gesund kocht, wie man sich ernährt. Es gibt so viel Schrott, was wir leider essen, in uns reinstopfen und Kinder sollten das sehr früh lernen. Und deine Message ist auch super, ne? Von wegen Zucker macht krank und das Buch heißt auch, glaube ich, Zuckerfrei Kochbuch für Kinder. Allerdings ist es sehr, sehr fraglich, sehr fragwürdig, wie du es vermarkten möchtest. Ne? Ich weiß nicht, ob man irgendwie immer Skandale braucht, um etwas zu vermarkten. Man kann das auch, gerade bei Kinderbüchern, gerade bei so einem Kochbuch, muss man nicht irgendwie nackt darlegen, um das vermarkten zu wollen, oder? Wo kommen wir da hin? Also ich setze mich hier auch nicht irgendwie nackt hin und versuche meine Videos. Überlegt mal, ich liege hier nackt rum und erzähle hier einiges vom Trash-TV. Also ich meine, der Inhalt zählt. Und wenn du denkst, dass du dadurch irgendwie provozierst, finde ich, ist da so ein Beigeschmack. Also immer, wenn ich an das Buch denke, muss ich auch an das Foto denken. Also dadurch wurde mir nicht irgendwie vermittelt, von wegen, dass Zucker krank macht. Aber schauen wir mal weiter, was sie zu sagen hat, die Kathi. Wisst ihr was? Ich wollte genau diese Diskussion. Ihr könnt mich so anfeinden, wie ihr wollt und auch mir schreiben, was ihr wollt. Am Ende geht es mir um die Message. Und die Message ist... Und die Message ist von uns, von den ganzen Followern, von deinen Zuschauern, dass das nicht in Ordnung ist, dass das nicht in Ordnung war, was du gemacht hast. Anscheinend kam sie bei dir an, sonst hättest du das Bild ja nicht rausgenommen und hättest das ersetzt mit einem Bild, wo du, ja, bekleidet bist. Meine Message ist, Zucker macht krank. Zucker steckt in so vielen Lebensmitteln, von denen wir niemals glauben würden, dass da eigentlich Zucker drin steckt. Ich selber ernähre mich wirklich seit Jahren zuckerfrei und predige das auch meinem Sohn und versuche es auch wirklich fast zu 100% bei ihm durchzusetzen, was natürlich auch nicht immer leicht ist. Aber wichtig ist, dass man über dieses Thema spricht und dass man aufklärt. Okay, das ist doch mal super. Das ist doch schön, dass du das angezogen, da hat sie sich, glaube ich, noch geschminkt, glaube ich, und wollte uns noch mal ihre Message rüberbringen. So kommt es auf jeden Fall besser an, als wenn du da irgendwie halbnackt auf dem Sofa liegst und versuchst, ein Kinderkochbuch zu vermarkten. Also, wenn du da so liegst, da würde ich denken, die möchte irgendwie irgendwelche Spielzeuge vermarkten von Beate Uhse. Und eben versucht, so gut es geht, den weißen Zucker zu vermeiden, weil Zucker macht krank. Also das ist super, das ist gut. Die Message mag ich, aber die Vermarktung geht gar nicht. Mein Foto war übrigens wirklich zu 1000% bewusst so gewählt. Weil seid mal ehrlich, hättet ihr diskutiert, wenn ich mein zuckerfrei Kochbuch im Ganzkörperanzug gelesen hätte oder in einem ganz normalen Jogginglook? Ich glaube eher nicht. Aber ist es das wert, so viel Shitstorm zu kriegen? Ist es das wert, also die Leute müssen doch sagen, irgendwie, was ist denn los mit der? Wieso vermarktet sie dann ein Kinderbuch? Ich meine, wenn das ein Buch gewesen wäre über Romantik oder was du geschrieben hast als Autorin oder was bisschen 50 Shades of Grey oder so, dann würde ich das ja verstehen. Ne? Aber Kathi, es ist ein Kinderkochbuch. Ne? Das willst du vermarkten. Da würde ich eine Lesung geben irgendwie oder mit ganz, ganz vielen Kindern irgendwie das Kochbuch in die Hand nehmen oder mit den Kindern zusammen kochen. Aber doch nicht sowas. Also du machst ja kein Playboy-Cover. Wenn man möchte, dass über ein Thema gesprochen wird, dann muss man in irgendeiner Art und Weise polarisieren. Nee,
Also das ist mir wirklich zu viel. Irgendwann hört der Spaß auch auf, wenn es um Kinder geht, wenn es um Kinderkochbücher geht. Also ich glaube, ein Kind, das sich das anguckt und sieht, denkt so, ja, wieso ist sie da nackt? Was will sie da? Das Kind wird doch traumatisiert dadurch. Sie will doch nur ein Kochbuch, ein Kinderkochbuch. Und dass du das so bewerbst, ich meine, die Leute diskutieren darüber, aber ist es das wert? Wirklich? Willst du lieber deinen Körper zeigen oder deine Figur zeigen? Dann mach was anderes. Aber nicht so ein Kinderkochbuch vermarkten. Ich bitte dich. Und ich würde sagen, das ist gelungen. Ihr sprecht drüber, ihr macht euch Gedanken darüber. Und ich hoffe, dass dieses Foto dazu beigetragen hat, dass der ein oder andere über dieses Thema, das Zucker krank macht, nachdenkt. Nee, gar nicht. Also, wenn ich das Foto sehe, dann denke ich, also ohne das Kinderbuch, wenn das Kinderbuch so bedeckt ist, dann würde ich denken so, Nacktheit ist geil oder Nacktsein ist geil. Das würde ich mir denken. Aber die Message, Zucker macht krank, darauf würde ich nie kommen. Wirklich nicht. Also wenn du es jetzt nicht sagen würdest. Und hier habe ich eine Instagram-Story von ihr, wo sie nochmal betont, also sie versucht, das Ganze zu bagatellisieren, ne? Sie versucht irgendwie den Followern zu zeigen, so, ja, ich habe Scheiße gebaut, aber ich will mich bei euch nicht entschuldigen, sondern beharre drauf, dass ihr meine Meinung annimmt, dass meine Message Zucker macht krank ist. Schaut mal, ich lese euch das mal vor. Wieder Zucker macht krank. Darauf möchte ich aufmerksam machen. Ich selbst ernähre mich seit Jahren zuckerfrei und achte auch bei meinem Sohn auf eine gesunde Ernährung. Viele Eltern und auch Kinder ist das nicht bewusst. Mit einem 0815-Foto hätte ich weniger Menschen zu diesem wichtigen Thema erreicht. Und dann steht da noch, ich ernähre mich selbst seit Jahren zuckerfrei, lebe es. Bei meinem Sohn gelingt es mir oft nicht immer, aber er hat ein enormes Bewusstsein für gesundes Essen. Ja, das ist ja auch super, ne? Also Kindern kann man irgendwie auch die Süßigkeiten nicht verbieten, sondern die müssen selbst damit versuchen zu lernen, umzugehen. Also klar sollte man das Bewusstsein ihnen näher bringen, dass gesundes Essen wichtig ist und dass man sich gesund ernähren sollte. Aber das Thema, was du hier behandelst, ist, du versuchst das jetzt zu bagatellisieren. Du versuchst uns vom Thema abzulenken. Das Thema ist das oben ohne Foto, in dem du ein Kinderbuch vermarkten möchtest. Das ist das Thema, Kati. Und das ist nicht in Ordnung. Ich mache mir gerade hier eine leckere Scampi-Pfanne mit Gemüse und dazu gibt es diese Soße. Und das hier ist ein Lemon-Dressing. Das habe ich tatsächlich bei Pinterest gefunden. Und wisst ihr, was ich mache? Weil mich jetzt so viele gefragt haben. Ich ersetze tatsächlich ganz oft den süßen Zucker mit dem hier. Mit Biosüße. Finde ich richtig gut, kann ich nur empfehlen. Oder ich benutze Stevia Drops. Und das gucke ich mir eher an, finde es viel informativer, wichtiger als, ja, das oben ohne Foto mit dem Kinderbuch. So, hier ist eine DM, die sie wahrscheinlich von einem Follower zugeschickt bekommen hat. Und das veröffentlicht sie und beantwortet auch die Frage. Hier schreibt eine oder einer, ach Mensch, nur weil der Typ einen für eine 10 Jahre jüngere Frau, also Mats Hummels, eingetauscht hat, muss man doch ein Kinderkochbuch nicht oben ohne bewerben, sich abhungern und fast nackt posieren und wer etwas kann, zieht sich was an. Mädchen. Judith Holofernes, wir sind Helden. Also, ich meine, sie hat hier wirklich recht, ne? Man kann das auch angezogen alles gut vermarkten. Es sei denn, es wäre ein anderes Thema irgendwie, was die Erwachsenen angeht, aber es ist hier ein Kinderkochbuch. Come on, also wir reden hier von Kindern, die sich auch deine Bilder anschauen, ne? Und damit denkst du halt, dass du dein Buch vermarkten kannst. Ich weiß nicht, ob sie gegen eine Wand gelaufen ist, bevor sie darüber nachgedacht hat.
So, und sie schreibt: Entschuldige bitte, ich werde meinem Wohnzimmer den Tatort noch einmal besichtigen und mich anziehen. Dann lese ich, suche mir ein zuckerfreies Rezept aus und mache dann Werbung. Habe ich was vergessen? Ist ein rosa Outfit erlaubt oder gilt das auch als dumm? Also verkaufst du uns hier als dumm, liebe Kathi, weil gegen dein rosa Outfit sagt niemand etwas. Ich glaube, sie hat das einfach nicht verstanden. Das ist so, wie als würdest du einen Aufsatz im Deutschunterricht schreiben und der Lehrer schreibt dann, du hast am Thema vorbeigeschrieben. So kommt mir das bei ihr vor. So, nach dem ganzen Shitstorm, den sie natürlich bekommen hat im Internet, hat sie dieses Foto hochgeladen. Das alte ist gelöscht mit oben ohne, was ich super gut finde. Endlich hat sie es begriffen, aber ich glaube, sie ist da stur und möchte nicht zugeben, dass sie da Scheiße gebaut hat. Aber jeder so, wie er möchte. Ich wollte das nochmal aufgreifen, weil ich das einfach nicht schön finde, dass man zum 10. Mal, irgendwie sage ich das jetzt, dass man ein Kinderkochbuch oder Kinderkochrezept so vermarkten möchte. Also irgendwann ist da mal auch Schluss, oder? Also Skandale hin oder her, aber wenn es um ein Kinderkochbuch geht, sollte man sich vielleicht mal ein bisschen bedeckt halten. So, das war's auch, meine Lieben. Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Falls du natürlich noch vom Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen. Ein Daumen nach oben, natürlich Kommentare. Du kannst natürlich auch gerne Kathi Hummels folgen. Ich werde da unten nochmal ihr Instagram-Profil in meiner Beschreibung verlinken. Auch oben die Quelle habe ich jedes Mal angegeben. Ihr könnt ihr gerne folgen. Ihr könnt mir auch gerne auch über Insta folgen und auf TikTok. Und das war's auch, mein Lieben.